Willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Manager 23 beim 1. FC Köln. Wir konnten 2 zu 1 gegen Hoffenheim gewinnen, sind aber vom Tabellenplatz 1 runtergerutscht auf Tabellenplatz 2, weil halt Leverkusen eine Tordifferenz mehr hat als wir. Ist nun mal so, da müssen wir uns mehr anstrengen. So, wir gucken mal nach neuen Nachrichten. Neue Ablöseforderungen, das ist schön, das machst du gut. Vereinsversicherung macht Verlust, wie immer. Holstein Kiel hat 2-3 gegen unsere zweite gewonnen, leider. Vignato, oder Vignito? Vignato hat sein erstes Saisontor erzielt. Für seinen neuen Verein. Also mein neuer Spieler. So, weiter geht's. Ab in die Trainingswoche mit euch, ihr Hupenpupen. Der fünfte gegen den zweiten. Na, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas holen werden. So ist das leider. Das interessiert mich nicht so wirklich, wer wie viel ausgegeben hat. So, dann gucken wir uns mal unsere Nachrichten an. Ja, den müssen wir rausholen. Also wir haben, ja, alles klar, internationale Nominierungen. Okafor, Olesen, Soldo, Borges und Subenica sind Nationalspieler bei mir. Schön für euch. Olesen ist wieder fit, Hinweis vom Assistenten. Offensives Mittelfeld will ich aber nicht spielen. Stadion, Baufortschritt. Matthias Fuchs hat sein Trainingsziel erreicht. So. Der geht mal ganz runter. Der Kamerad geht auch ganz runter. Dann werden die erhöht auf 85. Sehr schön, meine Jungs. Oder mein Jung. Min Jung. Weiter geht's. Harun Karan hat sein Trainingsziel erreicht. Was hast du erreicht? Master 65 Robustheit weiter. Der nächste bitte. Ole Sievers hat sein Training. Jan Ole Sievers hat sein Trainingsziel erreicht. Gucken wir uns den Kameraden mal an. Was bist denn du für einer? Schauen wir mal. Rechtsverteidiger. Darfst jetzt mit Flanken weitermachen. Trainingsziel erreicht Altwasser. Defensives Mittelfeld. Ja, Freistöße kommen mal weg. Braucht man nicht mehr. Dafür kommt dann Grätsche rein. So, neue Idee für Fanartikel. Autogrammstunde. Littunen ist wieder fit. Muskelverhärtung von Olesen, der fällt leider aus. Internationale Nominierung haben wir eben schon gehabt. Rasmus Littunen fällt leider aus. Rippenprellung. 2 Tage. Wolfgang Hohn fällt leider aus. Muskuläre Probleme. 11 Tage. Reserve. Köln hat leider 2 zu 3 gewonnen. Naja, 2-3 gewonnen gegen Regensburg. Nicht 2-2 verloren. Borges Sanchez erzielt 2 Tore. Simon Breuer erhält neue Erfahrungsstufe. Das ist auch sehr schön. B-Junioren hat 3-1 gewonnen gegen Hertha. So muss es sein. Da müssen wir nochmal die Gespräche machen.
Nicht Massagen, ich erzählen müsst. Zweite Mannschaft. Erzähl mir was, mein Freund. Potoschny ist leider K.O. Der gibt im Training alles. Wie alle anderen auch noch. Du auch. Und du gibst im Training alles, mein Freund. Weiter geht's. Jasper Petermann, Pentermann, nicht Petermann, Pentermann. Du gibst auch im Training alles, mein Junge. Wydra, du darfst gehen. Muss aber trotzdem noch ein bisschen was machen. Du darfst auch gehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Gib im Training alles. Let's go. Boninho gibt im Training ebenfalls alles. Seimen, das ist mein Keeper. In diesem Training auch alles, mein Freund. Sehr gut, meine Jungs. Und let's go. So, jetzt warten wir eine Woche. Und dann geht's rein ins Spiel gegen den FC Bayern München auswärts. Burkhardt hat Trainingsziel erreicht. Das ist schön. Obig und Okafor sind stärker geworden. Aspiensa hat sein Trainingsziel erreicht. 921 gegen 833. Da kriegen wir auf den Deckel, sage ich mal. So ist es leider. Hinweis vom Assistenten. Bauvorschritt neues Stadion. Sieh, was hat sein Trainingsziel erreicht? Gucken wir uns den Kameraden mal an. Nein, das will ich nicht gucken. Alter. Trainingsziel. Du bist ein rechter Verteidiger, das ist schön für dich. Freund der Sonne. Neue Fanartikel bereit zur Marktentführung. Alles mein Marketingmanager. Scouting ist abgeschlossen. Aspiensen hat sein Trainingsziel erreicht, Jonathan. Zentrales Mittelfeld. Jonathan Burkhardt hat jetzt sein Trainingsziel erreicht. Paris, Athen auf Wiedersehen. Okafor stärker, Obig ist auch stärker, das ist sehr schön. So, dann gehen wir jetzt eine Runde golfen. Wir haben ein Auswärtsspiel bei den Bayern. Ich bin überlegt, ob ich auf Konter spielen soll. Ja, ich bin auf Konter. Erstmal auf Pause machen. Dann auf Konterspiel machen. Paris, Athen auf Wiedersehen und weiter geht's.
So, 0 zu 1 zu uns. 1 zu 1 nach 30 Minuten. Und 1 zu 1 zur Halbzeit. Gelbe Karten haben wir keine, das ist gut. Gehen wir in die Spielergespräche rein. Müssen wir 2 Stück massieren? Ja, müssen wir 2 Stück massieren. Müssen wir. Einmal den und einmal Schwarzkopf. So, sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht, da kann der Rest der Crew-Teiler machen. Machen das. Und ab in die zweite Hälfte. 2 zu 1 für Bayern nach 70 Minuten. Ah ja, müssen wir halt hinnehmen. Ist halt so, ist halt Bayern, was soll ich machen? Mehr als alles geben kann ich nur auch nicht. Aber alles gut. Wer hat die Tore von Bayern gemacht? 2 Tore durch Mané. Unser Tor hat Esalzuli gemacht. Damit können wir leben. Auch wenn das eine Niederlage war. Ist leider so. Aber das macht nichts. Oh, wir haben 2 ausgebaute Sachen ausgebaut. Erstmal das Jugendzentrum. Deswegen kommt das Jugendzentrum jetzt auf Level 10. Jetzt wäre Wellblech. Und dann mache ich nicht den Fanartikel Verkauf. Ah ne, habe ich ja. Vereinsmuseum mache ich jetzt. Auf Level 3. Level 4. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Let's go. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Champions League Spiel gegen Juventus Turin im 3D-Modus. Das Ganze ist dann ein Heimspiel. Bis morgen dann. Ciao, ciao.